Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Treffpunkt Freizeit an diesem Wochenende. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Da Frau Holle auch im Tal wieder ihre Betten ausgeschüttelt hat, können wir sie erneut mit auf die Piste nehmen. Unsere Kollegen Martina Harz und Thomas Kehrer waren bei den Panoramaliften in Hopfen bei Stiefenhofen. Die Panoramalifte in Hopfen bei Stiefenhofen. Ein familienfreundlicher Lift, der mit viel Herz und privatem Engagement geführt wird. Und wenn es nicht gerade neblig ist, sieht man auch, woher die Lifte ihren Namen haben. Unseren Namen Panoramalifte haben wir von dem Panorama an der Bergstation. Wir haben einen tollen Blick in Richtung Hochgrat, in Richtung Bregenzer Wald und dann auch natürlich runter zum Bodensee. Also Bodensee sehen wir nicht direkt, aber Unterland, Wangen, ganz toll. Also das ist der Namensgeber von unserer Liftanlage. Zusätzlich zu den Skipisten haben die Panoramalifte ein ganz besonderes Angebot. Seit 3 Jahren gibt es hier nämlich einen Tubing-Lift. Unser Tubing-Lift ist ein Lift, bei dem man mit Gummireifen, mit wie Schläuchen hochgezogen wird. Die sind aber extra für den Winterbetrieb gebaut oder hergestellt, haben eine Hartschale. Und wird man mit dem Lift hochgezogen, dann geht es durch eine Bahn runter. Diese Bahn ist so konstruiert, dass man immer in Kurven von einer Kurve zur nächsten fährt. Und man erreicht eine ganz ordentliche Geschwindigkeit, das ist ein Riesenfeeling. Für manche schon zu schnell, für manche, ich höre also unten immer den Ausdruck, das ist geil. Die Bahn ist ca. 350 Meter lang und ist in dieser Art einzigartig im Allgäu. Die Kurven werden nämlich mühsam ausgeformt und erreichen mittlerweile eine Höhe von bis zu 4 Metern. Die Sicherheit geht aber immer vor, denn wenn die Bahn zu eisig und damit zu schnell wird, müssen Gummimatten ausgelegt werden. Die drosseln dann die Geschwindigkeit, sodass das Fahren sicher bleibt. Aber es hat einige Zeit gedauert, bis alles optimal klappte. Es war sehr schwierig, nachdem es so eine Anlage, wie es jetzt bei uns nirgends vergleichbar gibt, war es sehr schwierig, zuerst mal das zu bauen und dann auch perfekt zum Laufen zu bringen. Noch 2, 3 leere Jahren haben wir es jetzt aber sehr gut im Griff und das ist eine tolle Sache, macht viel Spaß und wird auch angenommen. Es ist eine Ausflugssache, es ist also nicht permanent im Betrieb, sondern immer nur nachmittags ist eine Ausfluganlage. Natürlich finden auch Skifahrer genügend Möglichkeiten, sich auszupowern. Zwei Schlepplifte bringen die Wintersportler auf 1000 Meter. Von dort aus geht es dann zum Beispiel in den Funpark. Hier sind zeitweise bis zu 10 Geräte aufgebaut. Alle, die nicht so mutig sind, bleiben bei den Seilliften. Die werden vor allem von Kindern genutzt, denn gerade für die ist das Gelände ideal. Es ist eine Familienlage mit viel Sonne, eine ideale übersichtliche Anlage, wo man die Kinder auch alleine rutschen lassen kann. Es ist ungefährlich und man sieht, es wird gut angenommen und macht wirklich Spaß für die Kinder. Die längste Abfahrt ist etwa 800 Meter lang. Zwar ist der Schwierigkeitsgrad nicht besonders hoch, trotzdem aber können auch geübte Fahrer hier ihren Spaß haben. Anfänger hingegen werden in der Skischule optimal betreut. Die bietet auch einen Skiverleih an. Insgesamt gilt also: Das ist also eine, ich würde sagen, reine Familienanlage. Es ist ein guter Fahrer, der mit seinen Kindern zum Skifahren geht. Der hat bei uns auch noch Spaß. Für kleine Kinder, man sieht es bei uns im Gelände, ist es ideal. Also. Und für mittlere Skifahrer auch. Wegen dem anfälligen Westhang wird die Piste zu 100% beschneit. So ist gewährleistet, dass mindestens 1,5 Meter Kunstschnee liegt. An 3 Abenden in der Woche laufen die Lifte auch noch im Flutlichtbetrieb. Nähere Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.panoramalifte.de. Noch bis Sonntag findet in der Messehalle in Stuttgart die CMT statt. Rund 1900 Aussteller sind auf der Urlaubsmesse vertreten. Meine Kollegen Martina Harz und Thomas Kehrer haben unter anderem die Allgäuer Aussteller mit der Kamera besucht.
ferne Urlaubsziele und die passenden Fahrzeuge für den Weg dorthin. Das findet man zurzeit in der Messehalle Stuttgart auf der CMT. Sie ist die wichtigste Ausstellung für Touristik und Freizeit in Europa. Insgesamt sind es 1.900 Aussteller aus über 100 Ländern und Regionen, die in 9 Hallen ihr Angebot vorstellen. Doch nicht nur ferne Länder sind vertreten, auch das Allgäu präsentiert sich hier. Den Baden-Württembergern ist das Allgäu sehr wohl bekannt. Und das ist ein großes Maß an Stammgastpflege, das wir hier machen. Wir sprechen mit sehr, sehr vielen Leuten, die seit vielen Jahren dort Urlaub machen, die dann auch sagen, wir waren schon da, in dem Ort, in jenem Ort, wir haben das Schloss schon gesehen, wir waren schon am Bodensee oder aber wir waren schon in Bad Wörishofen in den Thermen. Also das ist die Baden-Württemberger, besonders die Stuttgarter und in der Umgebung, die kennen sich teilweise sehr gut aus im Allgäu. So wundert es nicht, dass die Nachfrage nach Angeboten der Region groß ist. Vor allem bei denen, die schon öfter ihren Urlaub hier verbracht haben. Allgäu war man eigentlich schon überall. Das kennt man halt vom Skifahren und vom Wandern. Berge, gute Luft, ja, Natur, das ist die Hauptsache. Und die möchten viele aktiv genießen. Optimale Möglichkeiten dazu bieten sich im Allgäu. Die Region ist mittlerweile bekannt für Vielfältigkeit und das spiegelt sich auch in den Interessen wider. Die Leute fragen wirklich gezielt nach Radeln, gezielt nach Radeltouren. Die fragen auch gezielt nach Wanderungen. Nicht nur Hüttentouren, sondern auch das Wandern in der Ebene, im flacheren Bereich, genauso wie nach dem alpinen Wandern. Doch nicht nur mit der schönen Landschaft, auch mit kulinarischen Genüssen will das Allgäu punkten. Und was liegt da näher als Käse? Alle, die lieber etwas Warmes wollen, finden beim Campingzubehör die richtigen Angebote. Und auch die Allgäuer Aussteller merken, dass diese Art zu reisen für viele immer interessanter wird. Campingurlaub ist sehr gefragt, das muss man ganz klar sehen. Aber ich denke, das ist auch bedingt durch die vielen Campinganbieter hier auf der CMT in Stuttgart. Für alle, die Wert auf mehr Komfort legen, ist die Ausstellung der Karawane und Reisemobile genau das Richtige. Mehr als 700 Fahrzeuge wurden extra für die Messe in die Hallen gefahren. So zum Beispiel auch einige von Detlefs aus Isny im Allgäu. Die Firma zeigt dieses Jahr eine besonders breite Palette an Angeboten. Denn ein Trend ist noch gar nicht richtig abzuleiten. Trend eigentlich in erster Linie dadurch, dass das Geschäft insgesamt wieder deutlich angezogen hat und wir viel mehr verkaufen konnten als noch die Jahre zuvor. Also man hat das Gefühl, dass die Leute wieder wirklich gerne Geld ausgeben und auch in der gehobenen Klasse viel Geld ausgegeben wird. Das sieht man deutlich, wenn man die Halle 3 betritt. Hier werden nur Luxusmobile ausgestellt. Doch nicht immer ist Größe gefragt. So gibt es von Detlefs ein neues Angebot, speziell für alleinreisende Paare. Wir haben noch ein Kundenprojekt umgesetzt, das vorne im Eingangsbereich auch steht. Das ist der Alpa, ein Reisemobil für alleinreisende Paare. Da kommt dann auch der Name her. Ein ziemlich pfiffiges Konzept, das man eigentlich unbedingt gesehen haben sollte. Eine weitere Neuheit bei dem Caravan-Hersteller ist zum Beispiel der AT. Der wird wie einige andere Fahrzeuge auch im Rahmen des 80-jährigen Jubiläums von Detlefs präsentiert. Unter dem Motto Tradition trifft Innovation wird hier das Fernweh geweckt. Und damit sind Sie auf der CMT wohl genau richtig. Zurück im Allgäu, hier gibt's jetzt die Treffpunkt-Infos. Den Tourismus mit dem heimischen Wild in Einklang bringen. Das hat sich jetzt ein runder Tisch in Pfronten zum Ziel gesetzt. Dabei trafen sich der Jagdverband, die Forstwirtschaft und Verantwortliche aus Politik und Tourismus. Diskutiert wurde, wie man den Tourismus umweltverträglicher gestalten könne. Ziel der Gespräche ist es, den Lebensraum der Tiere besser vor menschlichem Eindringen zu schützen, ohne den Tourismus zu stark einzuschränken. Um dieses Ziel weiter zu verfolgen, soll in Zukunft eine Arbeitsgemeinschaft aus allen Beteiligten gebildet werden. Der traditionelle Skitrail bringt kommende Woche zum 15. Mal wieder Spitzenlangläufer ins Tannheimer Tal. Am Samstag, den 29. Januar, starten die Läufer im klassischen Stil. Einen Tag später gehen die Skater an den Start. Anmeldungen sind noch möglich. Informationen gibt's unter www.ski-trail-info. Musik.
Der Samstag startet freundlich und trocken. Bei Temperaturen von minus einem Grad am Bodensee und minus drei Grad am Alpenrand ist es das ideale Wetter für Aktivitäten im Freien. Auch am Sonntag setzt sich dieser Trend weiter fort. Es bleibt trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Zu Beginn der neuen Woche kann es zu erneuten Schneefällen kommen. Es bleibt kalt bei minus einem Grad am Bodensee und minus vier Grad in höheren Lagen. Auch der Dienstag bringt weiter Schnee. Es bleibt winterlich kalt bei Tiefstwerten von minus drei Grad. Der Mittwoch bringt eine kleine Wetterbesserung. Bei Höchstwerten von plus einem Grad am Bodensee wird es bewölkt, aber trocken. Und jetzt stellen wir Ihnen bei Treffpunkt Freizeit einen Künstler aus Kempten vor. Vor 6 Jahren hat er die Malerei für sich entdeckt und aktuell hat er in Kempten eine Ausstellung. Alle Einzelheiten zu Andreas Lubina jetzt. Dass er Talent hat, ist Andreas Lubina schon in der Jugend aufgefallen. Die Verdienstmöglichkeiten in der alten Heimat waren für den gebürtigen Polen aber immer ein Hindernis, Künstler zu werden. Ohne seinen eigentlichen Beruf als Vermessungstechniker, sagt er, wäre es ihm nie möglich gewesen, eine Familie zu gründen. Das Malen hat er über die ganzen Jahre aber nie aus den Augen verloren. Sein Spektrum ist dabei wirklich schwer zu kategorisieren. Das Bild lebt nun einmal von den Dingen, die den Künstler bewegen. Also zuerst, das kommt Gedanken, Projekt, was ich kann malen, wie ich soll das malen und alles. Und dann nachher ich mache normal auf Papier Skizze und zeichne ein bisschen, wie das soll sein. Und nachher kommt es auf der Leinwand. Ob das kommt 100% die gleiche, da kann ich nicht versprechen. Da manchmal da kommt. Während schon wenn ich arbeite, da kommt etwas anderes, kommt etwas Neues, was ich habe im Hinterkopf irgendwo gespeichert. Im Lauf der Zeit haben sich seine Bilder immer mehr verändert. Angefangen hat es mit Landschaftsmalerei, aber auch Engel und Buddhas bringt er inzwischen auf die Leinwand. Am Haupt dieses Buddhas kann man die schon fast plastisch wirkende Acryltechnik von Lubina sehen. Die Acrylmalerei birgt für den Künstler den Vorteil, das Bild wieder und wieder so verändern zu können, bis es seinen Vorstellungen entspricht. Dabei ist so gut wie nie nur eine Schichtfarbe auf dem Leinen. Ein Bild kann manchmal auch in 5-6 Stunden fertig werden, ein anderes braucht aber Monate. Es ist immer ein Prozess, der sich nur schwer steuern lässt. Also für mich, das ist ein bisschen, kann man sagen, wie Narkotik, wie Drogen. Da manchmal, wenn ich male, da ich vergesse alles, was ist neben mir. Und ich male nur und lebe für Malen. Und manchmal, das ist sehr große Befreiung, Ausruhen, Entspannung. Alles, was möglich war, was Sie finden, sich selbst irgendwo anders. Die Flucht aus dem Alltag bewegt Lubina oft zu Bildern, bei denen man als Betrachter nicht ganz sicher ist, was man dort sieht. Wenn es eine typische Landschaft, das ist klar, das ist Baum, das ist Berg, da kann man das sehen. Aber wenn beim abstrakten Kunst oder beim abstrakten Malerei, da jeder muss finden, was er sieht. Und das macht noch mehr Freunde, wie normal lesen, aha, das ist so oder so oder sowas. Das macht viel Spaß für die Leute, die schauen die Bilder. Die Interpretation liegt gerade in der abstrakten Kunst eben oft im Auge des Betrachters. Andreas Lubinas Bilder sind noch bis zum 31. März im Tafelhaus in Kempten zu sehen. Informationen zu seinen Ausstellungen und eine Übersicht seiner Werke finden Sie unter andreaslubina.blogspot.com. Das war Treffpunkt Freizeit. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.